Hi Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Airport CEO. In der letzten Folge haben wir unser erstes Start- und Landebahn gebaut, genauso wie 10 Parkbuchten für unsere wunderbaren kleinen Cessna 182. Und heute werden wir im Tutorial mal ein klein wenig weitermachen. Das haben wir schon alles erledigt. Wir warten jetzt, dass 5 Stück davon abgefertigt werden, von diesen Flügen. Und dann kommen wir zum Betanken der einzelnen Flieger, die hier landen. Oder die dann hier sind. Okay. Jo, perfekt. 1, 2, 3, 4, hier 5. Was ist denn mit dir los? Aha. Wow. Interessant. ja. Und jetzt geht's auf einmal. Ne? Auch nicht schlecht. Genau. Hier die $25. Und sobald die wieder starten, sollte es zählen. War es das schon? Oh, eine neue E-Mail. Ach ja, perfekt. Unser Fuel Service ist fertig erforscht. Den können wir jetzt abbauen. Und zwar indem, dass wir als allererstes mal ein Fahrzeugdepot bauen. Und da ist eben die Frage, wo wir das jetzt hinbauen werden. Ich würde sagen, hierhin. Und unser Spritdepot. Es gibt übrigens 2 verschiedene. Es gibt einmal für diese kleinen und einmal für die großen Fahrzeuge. Wo sind unsere Arbeiter? Wir hatten doch hier Mitarbeiter irgendwo. Ja, 30 Stück sollten hier sein. Ah, da kommen sie. Na, Burschen, wie schaut's aus bei euch? Genau. Genau, es gibt eben einmal das Depot für Flugzeuge, für die Kleinen, für die hier. Und dann gibt es eben noch diesen A1 Fuel, glaube ich, heißt das. Wir können mal einen kurzen Blick hier reinwerfen. Genau, der AV-Gas 100LL ist eben für die Kleinen und der Jet A1 ist eben für die kommerzielle für die kommerziellen Flieger. So, dann sollte das für uns nochmal eine neue. Oh, Gold Opportunity. Pay quick. Nein, ich denke eher nicht. Spamfilter ist das erste, das was ich so schnell wie möglich irgendwie schaue, dass ich es hinbekomme. Hier haben wir schon unseren ersten kleinen Stau. Und, genau, perfekt. Und jetzt können wir natürlich, ganz wichtig, hier, ach ja, wir müssen noch einen Fuel Truck. Ah, okay, wir haben jetzt dieses Kapitel quasi schon vollständig abgeschlossen. Wir müssen halt wieder aktivieren, dass unsere Arbeiter oder unsere Bauarbeiter wieder was arbeiten. Dann müssen wir durch die Technologie im Ökonomie-Panel diese Technologie freischalten, haben wir gemacht. Ein Checkpoint haben wir schon gebaut. Eine Servicestraße müssen wir bauen und eben den mit unserem Vehicle Checkpoint hier herunten verbinden. Dann ein Vehicle, also ein Fahrzeugdepot haben wir gebaut und eben das Spritlager. Jetzt müssen wir einen Fuel Truck und das haben wir, ich habe dieses Tutorial bis hierhin habe ich schon gespielt und Leute, findet das mal. Das ist nämlich unter, Moment, ich schaue, hier,
Hier herinnen ist es. Ja, ich habe ungefähr 10 Minuten gebraucht, bis ich es gefunden hatte. Gut, was müssen wir denn noch machen? Contracts, genau. Jetzt müssen wir uns natürlich noch irgendwas suchen, wo wir unseren Sprit herbekommen. Hier bekommen wir ihn für 0,004 Cent pro Liter. Mit einem, also, und insgesamt werden halt 400.000 Liter pro Belieferung maximal bezahlt. Genau, und es wird automatisch geliefert, sobald nur noch 10% oder weniger an Treibstoff übrig ist. Machen wir mal Pause. Dann hätten wir hier noch 0,005 pro Liter und es werden 200.000 Liter pro Lieferung geliefert. Okay, und die Frage ist jetzt halt eigentlich hier nur, müssen wir die 200.000 Liter bezahlen? Egal, ob die jetzt halt hier reinpassen oder nicht. Und hier haben wir das gleiche nochmal 400.000 mit weniger. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal den hier. Und schauen uns die neue E-Mail an. Ah, ja. Ja, unser Truck ist dann halt auch hier. Hier, das ist unser Truck. Und dann machen wir hier mal weiter. So. Was ist denn los mit dir, hm? Ach, da kommt gerade einer rein. Also man sieht schon, bei zwei Landebahnen ist es dann halt für 10 doch fast ein bisschen zu viel. Wir bräuchten eine Start- und eine Landebahn. Hier kommt er. Er hat dabei 400.000. So, jetzt packe ich mal schnell meinen Taschenrechner aus. Okidoki. So, 400.000 mal 0,004 sind 1.600. Und jetzt werden wir es gleich sehen. Wie viel, dass wir effektiv dafür bezahlen? Was ist jetzt? Mach mal schneller. Main Tank Number One. Und? Wie viel habe ich jetzt bezahlt? Okay. Budget. Hier haben wir es ja. 'Fuel Trucks. Kann ich da nicht noch weiter nach unten? Ist das jetzt nicht mit dabei? Oh, ist das ärgerlich. Nee.
Okay, täglich. Construction, Vehicle. Ne, sagt jetzt hier nicht wirklich was aus. Na, schade, schade. Gut. Ah, okay. Und ganz wichtig. Wir müssen jetzt hier noch. Ach ja. Hier hingehen. Dann unter Economy natürlich wieder. Nein, nicht unter Operations. So ist es richtig. Overview. Und jetzt müssen wir das hier noch anschalten. Genau. Und die können eigentlich nur starten, solange es Tag ist. Beziehungsweise landen, solange es Tag ist. Und auf geht's. Ready for takeoff. Nein, er fährt wieder zurück. Wie geil ist das bitte? Hier wird der erste Kandidat betankt. Also wir machen auch Gewinn dadurch, dass wir den Sprit verkaufen. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Und wenn wir dann hier wieder zurückgehen, dann kommen wir als nächstes gleich zum regionalen Airport. Da bin ich immer gespannt drauf. Das ist dann auch für mich neu. Ich denke, wir werden dann halt... Wie werden wir eigentlich expandieren? Das ist eigentlich die große Frage hier. Ich denke, wir werden... hier den ganzen Komplex hinbauen. Einen... Das hier wird, denke ich mal, nochmal entfernt. Das werden wir nochmal wegmachen. Und dann halt 3 oder 4 Landebahnen hier oben hinbauen. Aber das kommt ja alles mit der Zeit dann einfach mit dazu. Wie genau wir das dann machen werden. Beziehungsweise ich denke eher, dass wir jetzt am Anfang hier und hier was für Passagierflugzeuge machen. Und das eben hier so bleibt, wie es jetzt so gerade ist. Das, denke ich, ist ein guter Plan. Eine neue E-Mail. Small Airfield Tutorial unlocked. Das ist, glaube ich, neu, oder? Nein. Gold Opportunity. Ja, echt jetzt? Tutorial. Ach nee, wir warten immer noch, dass die 5 Leute getankt werden. Ich meine, es ist halt schon perfekt, wenn halt 10 hier über Nacht stehen, damit wir nicht so viel Miese machen. Ja, ja. Oh. Hier oben ist ja recht windig, würde ich mal sagen. Wir könnten auch mal eine Wetterstation bauen eigentlich. Na, wobei... Frage ist, ob uns das jetzt was kostet. Weg. Wenn wir das alles hier entfernen. Oh. Oh oh. Oh oh. Kann ich das wieder? Shit. Upsi. Aha. Schauen wir doch mal, ob wir das noch irgendwie hinbekommen. Habe ich da Asphalt hergenommen oder Concrete? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, Concrete war es. Kann ich das irgendwie... Ah, ja, okay, gut.
Indem, dass ich es nochmal auswähle. Oh, okay. Puh, Glück gehabt. So, dann das hier hin, das hier hin. Den Spaß wieder ganz rüber. Ihr habt übrigens nichts gesehen. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. So, dann müssen wir den Taxi. Ups. Gut, dass das fast nicht irgendwie umständlich ist. Das wäre cool, wenn halt zumindest das gleich irgendwie automatisch. Naja, okay. Kann gut und kann schlecht sein, dass es nicht automatisch verbindet. Okay. Dann haben wir hier den Taxiway noch. Ups. Und der Concrete. Okay, gut. Perfekt. Ihr habt nichts gesehen. Aber ich glaube, so wie es ausschaut, kostet uns das nichts. Wenn wir das abbauen. Ich habe hier irgendwo auch mal gesehen, dass wir zum nächsten Tag skippen können. Das heißt, dass wir Overview, fast forward to next day. Ah ja, perfekt. Ja, läuft doch. Bis um 4 Uhr. Und jetzt öffnet quasi unser Flughafen wieder. Wir haben nur ein bisschen miese gemacht. Also nur ein bisschen, nicht so viel. Und hier noch ein bisschen schneller. Ab 7 Uhr, glaube ich, können die wieder starten. Ja, macht hier eine. Das ist jetzt fast ein bisschen langatmig. Aber nur ein bisschen. Bam, bam, bam. Wobei, wir können die Gates eigentlich, oder wir können unseren Regionalteil hier hinbauen und unseren internationalen Teil hier hinbauen. Ob wir das irgendwann noch dazu kaufen können, weiß ich nicht. Gute Frage. Oder wir können ja, den ganzen Teil eben dann nach oben schieben. Ja, das müssen wir dann schauen, wenn es soweit ist. Momentan haben wir noch 1 Million übrig. Das sollte man schon irgendwann demnächst dann halt raushauen können. Und wie gesagt, wenn man jetzt halt eben 50 von diesen Teilen hier bauen würde, dann hat man das eigentlich relativ schnell wieder erinnern. Aber ich weiß nicht, das hat jetzt halt nicht wirklich so der Sinn, wie ich dieses Spiel spielen möchte. Meine persönliche Meinung. Jedem das seine. Ach ja, wir sind fertig übrigens. Und jetzt können wir mit dem regionalen Flughafen anfangen. Dazu gehen wir mal wieder auf Normalgeschwindigkeit. Glückwunsch! Okay, wir haben nun die Basis, wie ein Flughafen arbeitet, gelernt. Und jetzt können wir unser Flugfeld erweitern. Okay, wir sollten mindestens 20x15, ein 20x15 großes Gebäude bauen. Genau, hier. Die Frage ist, wie wir das mit den mit der Infrastruktur machen. Eine Public Road brauchen wir dazu. Und ich würde sagen, die setzen wir jetzt mal bis hier unten hin. Dann haben wir eben hier ein bisschen Platz, um ja,
öffentliche Verkehrsmittel und so und Zeug anzusiedeln. Und jetzt eine Foundation. 15 mal 20, sagt er. Ich würde sagen, wir machen sie mindestens 20 mal 20. So, sehr gut. Jetzt warten wir noch auf unsere Baumaterialien. Ich meine, das können wir ja hier auch verschieben, dann das ist jetzt halt nicht das Problem. Und wenn wir hier einen Busstopp hinbauen wollen, dann können wir das hier ohne Probleme machen. Was haben wir da? Ein Car Drop-Off. Ah ja, sehr gut. Okay. Schauen wir uns das einfach mal weiter an. Blazer Door on the Wall. Eine Tür in der Wand platzieren, das sollten wir auch noch hinbekommen ohne Probleme. Ach ja, ein Busstopp und einen, ja, einen Ausstieg für normale PKWs können wir auch hinbauen. Okay, und das letzte mit dem Sidewalk, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Okay, also machen wir hier mal den Crossway hin. Nein. Schauen wir mal, wie machen wir das jetzt? Also, wir brauchen einen Busstop. Und zwar würde ich den... den gerne hier hin haben. Und den... Sidewalk. Machen wir jetzt einfach mal 4 lang. Und hier hin. Und einen Car Drop-Off brauchen wir noch. Ah, machen wir gleich 2 hin. Und einen Sidewalk. Perfekt. So, hier mal die Geschwindigkeit noch ein bisschen nach oben. Ja, wir werden auf jeden Fall mehr Loading Zones brauchen. So wie es aussieht. Beziehungsweise die mal ein bisschen vom Schussfeld wegbringen. Wenn es dann soweit ist. Die bauen schön unser Gebäude. Wird schon, wird schon. Die Türe. Wo bauen wir denn die Türe hin? Eine Large Door. Die bauen wir hier hin. Dann hätten wir das auch schon. Items. Wir haben einen Infodesk natürlich, den werden wir dann gleich hier am Anfang hinbauen. Einen Check-In-Desk haben wir. Einen Security-Checkpoint. Hier schön Taschenkontrolle. Gibt es auch in klein. Dann haben wir hier noch einen Boarding-Desk. Den brauchen wir kurz, bevor es reingeht. Und, oh, Airport-Screens, ganz wichtig. Security-Zone-Exit. Ah ja, alles klar. Dann haben wir hier noch Pflanzen, Toiletten, also Dekoration einfach nur. Und das ist wie eine Trashcan. Wird schon, wird schon. Ich hoffe, dass wir da noch das eine oder andere freischalten können. Können wir natürlich noch das Badezimmer normal freischalten, normal restriktieren. Und ich denke mal, wir werden auch sowas wie... Ach ja, hier haben wir noch einen Zaun. Den könnte man eigentlich von hier gleich mal rüberlaufen lassen. Soll ja schon noch ein bisschen nach was aussehen. Was haben wir denn? Ah, Lightpole. Den werden wir auch, oder die werden wir auch noch brauchen.
Okay, perfekt. Sollte dann schon mal ausreichen. Ich hätte es 5 weit machen sollen oder 3 weit, je nachdem. Da hätte ich schön in der Mitte platzieren können. Egal. Jetzt ist schon so, wie es ist. So, das wird jetzt ein bisschen längere Folge, aber ich würde schon gerne eigentlich das Gebäude noch fertig bauen. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel, weil ich feiere das ehrlich gesagt gerade voll. Oder immer noch voll. Und ich werde mich auch zurückhalten, das in privater Weise zu spielen. Aus dem einfachen Grund, damit ich die Lust auch daran nicht verliere und euch einige Videos bieten kann. So. Gleich ist unser erstes Gebäude fertig. Und? Wir könnten uns fast überlegen, ob wir nicht noch mehr Arbeiter einstellen. Das andere ist, sobald wir, glaube ich, das Tutorial durch haben, können wir ja nochmal neu anfangen, wenn wir dann wirklich alles mal gesehen haben und können dann halt wirklich mal von vornherein was auch komplett was planen. So, perfekt, dann haben wir das Gebäude schon mal fertig. Yep, der Sidewalk ist auch schon gebaut. Ja, der wird hier gerade gebaut. Das sind unsere Lampen. Die gefallen mir so nicht. Komm, baut mal den Busstopp noch. Und die Türe bitte. Perfekt. Dann machen wir jetzt Pause. Sehr gut. Dann kommt als nächstes die Security Area. Aber das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir noch ein Like da. Ich werde jetzt nur noch bis zum nächsten Tag vorspulen. Das werde ich aber jetzt außerhalb der Kamera machen, nachdem die Aufnahme beendet ist. Und ich hoffe, ihr schaltet zu einem der nächsten Videos wieder ein. Bis dahin, mein Name ist Erakol. Ciao.